Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, er bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, es duftet Ramadan. Hey, meine Lieben, wir machen heute was typisch Türkisches, nämlich Suluköfte. Viele von euch kennen das bestimmt, aber auch nicht nur aus der türkischen Küche. Das ist eine Art Eintopf. Man kann es flüssiger machen, muss man aber nicht. Man kann es auch als Hauptgericht mit der Beilage Reis essen, muss man aber auch nicht. Es geht auch mit Brot und die Zutaten, die sind sehr überschaubar und die zeige ich euch jetzt mal direkt. Kommt. Und zwar benötigen wir Kartoffeln, die habe ich in mundgerechte Stücke geschnitten. Außerdem Rinderhackfleisch. Hier habe ich Zwiebeln, die habe ich auch schon fein gehackt. An Gewürzen Salz, Pfeffer, Paprikaflocken, die sind etwas scharf und edelsüßes Paprikapulver. Außerdem Knoblauch und Olivenöl. Hier habe ich Bulgur, dazu sage ich euch gleich noch was. Außerdem Mehl und Tomaten oder Paprikamark. Wir kümmern uns jetzt zuallererst um das Fleisch und Köfte gibt es ja wirklich auf ganz viele verschiedene Arten. Und auch für jedes Gericht wird Köfte anders zubereitet. Und heute machen wir Köfte mit natürlich Gewürzen, mit Knoblauch und mit Grütze, Hartweizengrütze, auf Türkisch Bulgur. Ich glaube auch nicht-türkische Leute kennen den Begriff Bulgur, also das ist, glaube ich, gängiger als Hartweizengrütze. Und da gibt es eben viele unterschiedliche. Und wir nehmen hier Kısırlık Bulgur. Ich schreibe es euch unten in die Infobox, damit ihr euch auch nicht vertut beim Kauf. Und das gebe ich jetzt auch mit zum Fleisch, zusammen mit dem Gewürzen und dem Knoblauch und dann richtig schön verkneten. Und kennt ihr das? Jeden Tag diese Frage, was koche ich heute? Und während Ramadan ist das erst recht, was koche ich heute? Dann ist das 30 Tage lang, was koche ich nur heute? Und das ist eben ein so ein Gericht, das kann man auch mal mehr machen, mal ein bisschen mehr zubereiten und dann 2 Tage lang essen. Das ist auch richtig lecker. Ja, ich bin eh ein Fan davon. Warum sollte man jeden Tag kochen? Ja, sehe ich auch so. Lieber mehr kochen und dann 2 Tage davon essen. Und viele gehen auch davon aus, dass wir in Ramadan sehr, sehr viel essen. Richtig. Also ich bin zumindest so einer, ich esse ganz normal wie Mittagessen. Oder? Richtig, man sollte sich auch nicht vollhauen abends, nur weil man den ganzen Tag nichts gegessen hat. Dann sollte man wirklich das alles auf eine Mahlzeit beschränken und so lange, bis man satt ist. Und dann nicht mehr. Meine Lieben, ich habe das jetzt 3 Minuten lang geknetet. Also viel Vorbereitungsarbeit ist es nicht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir das zu kleinen Kügelchen rollen. Also wirklich so klein, dass die mit einem Haps im Mund sind. So gehört sich das für Suluköfte. Könnte eine Werbung sein. Ja, oder? So, und wenn das fertig ist und das ganze Fleisch aufgebraucht ist, dann sehen wir uns wieder. Meine Köftebällchen sind fertig. Ich habe um die 45 Stück rausbekommen. Und das nächste, das ist jetzt auch ein sehr wichtiger Schritt, ist, dass wir hier Mehl nehmen und ganz einfach die Köftebällchen damit ummanteln. Und jetzt gebe ich das einfach drüber und dann schwenke ich meine Schüssel einfach hin und her und dann geht das wie von alleine. So, jetzt sind die Köftebällchen fertig, die benutzen wir gleich erst wieder und ich bin hier am Herd und habe mir einen tiefen Topf geschnappt, habe mein Olivenöl schon reingegeben und jetzt nehmen wir uns das Tomatenmark und schwitzen das darin an und dann entstehen richtig schöne Röstaromen. So, und selbstverständlich kommen die Zwiebeln auch noch dazu. Die werden jetzt auch 2 Minuten lang mitgedünstet und am besten auf mittlerer Stufe. So, nach den 2 Minuten kommen die Kartoffeln schon mit dazu und wir haben die ja in mundgerechte Stücke geschnitten. Das Geniale ist nämlich, die sind nachher gleichzeitig fertig mit den Köftebällchen. Die Kartoffeln habe ich jetzt richtig gut miteinander vermengt und alles hat sich gut verbunden. Und eine Zutat habe ich ganz vergessen, aber die habt ihr alle zu Hause und zwar Kranwasser. Das kommt jetzt noch mit dazu und zwar so, dass das ca. 2 cm bedeckt ist. Ich habe jetzt das Ganze einmal aufkochen lassen. Das klappt am besten, wenn ihr den Deckel drauf gibt, dann geht das ein bisschen schneller. Und als nächstes geben wir unser Köfte mit dazu. Ich mache das so, dass ich hier das überschüssige Mehl noch mal so ein bisschen wegnehme und dann ganz einfach reinlegen. Und dann braucht ihr wirklich nur noch 15 bis 20 Minuten das Ganze so ein bisschen kochen, dass alles auch gar wird und dann ist es auch schon fertig.
Ich rühre übrigens alles nochmal gut um. Und wenn ihr das mit geschlossenem Deckel kochen lasst, dann verschwindet natürlich weniger Flüssigkeit. Bei geöffnetem Deckel, da verschwindet etwas Flüssigkeit. Da müsst ihr einfach gucken, wie ihr das am liebsten mögt. Und ganz wichtig ist noch, dass wir das Ganze jetzt salzen. Das gebe ich jetzt schon mit dazu. Und natürlich könnt ihr am Ende auch nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. So. Also ich habe jetzt doch noch Reis dazu gekocht. Ich finde, das kann man wirklich entweder als ganz normalen Hauptgang essen, ohne alles, vielleicht auch mit ein bisschen Brot oder aber eben mit Reis, und den habe ich hier gemacht. Und ich habe auch schon ein Rezept für Reis, aber ich verspreche euch, es wird auch einen typisch türkischen Reis geben mit den Nudeln drin. Das werde ich euch auch noch abfüllen, das kommt dann demnächst. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Einen schönen und guten Appetit dann beim Fastenbrechen. Und ihr könnt auch hier unten natürlich gerne wieder die Infobox aufklappen, die Zutaten screenshotten, einkaufen gehen und dann nachkochen. Also bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Abonnieren nicht vergessen. Du hast alles kaputt gemacht. Sorry!